Servus Leute und herzlich willkommen zu Super Smash Bros. Brawl, yeah. Jetzt sind wir in den Ruinen, das ist das nächste Level nämlich und ich habe gleich am Anfang des Levels gestartet. Denn ich dachte, es gäbe eine Cutscene, aber es gab es dann doch nicht. Und deswegen, ja, ist das ein Fail. So, die Musik ist geil. Ah, schnell hier durch. Könnte ich dann anscheinend nicht da durch oder wie? Oder ich verstehe es nicht so ganz. Mann, tschüss. Tschüss, ihr Pisser. Genau, haut ab. Hut ab, Bitch. Ah, hier ist was. Das war eine Trophäe. Gehört wahrscheinlich zu 100% dazu. Denke ich zumindest. So, tschüss, man. So, hau ab, Junge. So. Man verpisst euch. Alter, die Musik ist so chillig, ey. So, ich nehme mal diese Metallkleidung da an mich. Weil dann bin ich nämlich schwerer wegzupusten. Ach, die ist jetzt weg. Das ist ja scheiße. Das ist ja sau unnützlich. Ist ja nur für sau kurze Zeit. Ne? So, Alter, das wusste ich nicht. Warte, woher denn auch, Alter? Chill mal euer Nervis. Alter, ist das unfair. Ist das eine miese Stelle. Tschüss, Digga. Tschüss, hau ab, Alter. Ey, ist das unfair. So, ich muss hier schnell durch. Genau, dankeschön. Für den Wonner. Tschüss, Jungs und Mädchen. Nein! Nein! Mann! Da oben war was. Tschüss. Stressing, ey. Mann! Wie kacke ist denn das gemacht, bitte? Wie schlecht es einfach nur gemacht ist. Mann, geht doch, ey. Ganz ehrlich, wie dumm ist das denn gemacht? Tschüss. Ihr Nervensägen, Alter. Zwei davon, Alter. Mann, verpisst euch. Warte mal, was passiert, wenn ich diesen Typ da töte? Es muss doch was geben. Ist er nicht umsonst dort? Man, jetzt stress nicht. Stress nicht, du Spasti, Alter. Ja, Koll. Toll. Mann, ist das ein Arschgesicht. Komm her, Junge. Alter, du gehst mir so auf die Eier. Weißt du das? So! Junge, Junge! Nein, 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 lass mich in Ruhe! Nein! So, halt dich fest! Oh, komm schon, das ist so dumm! Das ist so scheiße! Den Pisser zu besiegen, das ist so dumm! Das ist so blöd. Und ist das blöd gemacht. Mann, stress nicht. Geht doch. Und es war nicht mal was. Toll. Mann. Muss ich wohl dich noch töten? Passiert dann was oder nicht? Ja, nix. Hahaha. Hahaha. Sehr witzig. Oder ist eine Tür irgendwo hergekommen? Okay. Na dann geht's weiter. Scheiß Pisser, Alter. Was passiert hier noch? Hä? Verstehen tue ich's nicht, ne. Also, die wollen uns doch verarschen, nur. Ganz ehrlich, das ist. Nee. So, Leute, weiter geht's mit dem Scheiß-Level.
Das ist so unfair gewesen am Ende. Und ja, ich find's unfair. So. Ja, dann komm, dann geh auch schneller runter, Alter. Das nervt schon nach einer Zeit. Ist hier was oder ist hier nichts? Ich versteh's nicht. Bis jetzt habe ich überhaupt kein Secret hier gefunden. Ist das überhaupt ein richtiges Level? So, passiert hier was? Warte mal. Was ist das denn? Ach, das geht dann nach oben. Sehr interessant. Ich habe ein kleines Secret irgendwie in den Gedanken. Und zwar müssen wir hier vielleicht absichtlich, also da verkacken, damit wir die alle Knöpfe hier vielleicht gedrückt haben. Um natürlich ein Secret zu bekommen. Was könnte ein Secret sein, nämlich? Mann, ist denn das Kackdinger hier? Und dieser Pisser hier ist, vor allem dieser Pisser hier ist richtig nervig. Geht so auf die Eier. Mann, stress nicht, Junge. Bam. Tschüss. Stresssegen. Okay. Hier mache ich mal mit Absicht nix. Okay. Genau. Was bringen die Schalter mir? So, danke fürs One-Up. Das ist richtig geschenkt hier. Und ich weiß nicht. Nee, man muss eigentlich nicht gegen den kämpfen, glaube ich. Weil an sich habe ich ja, habe ich ihn ja schon besiegt gehabt. Aber da war ja nichts. So, warte mal. Könnte ich hier was oben sein? Warte mal. Oh Mann, jetzt! Auf ihr Nervensägen. Bam! Och Gott! Warte mal. Ich schau mal genau nach. Mann, verpiss dich. So, danke schön. Hä? Wieso hätte sich nicht. Schicki, du bist selber schuld. Selber nicht festhalten. Aber sonst immer zu nerven damit, Alter. Ganz ehrlich. So ein Scheißding. So ein Scheißding, ey. Nein! Ach stimmt, das war die richtige Tür. Die anderen hätten nichts gebracht. Okay, das ist strangest Level. Das ist auf jeden Fall nicht so lang. Wie man es kennt von Smash Bros. Und natürlich auch ohne Secrets bis jetzt. Weil ich habe irgendwie gar kein Secret gefunden. Und zwar ist ja immer alles auf dem Weg. Okay. Genau, das ist ein Secret. Das wollen wir. Stress nicht. Alter. Uncool. Okay, es war ja auch nur eine kurze Lorenfahrt. Aber der hätte für mich den Tod bedeutet, weil ich ja aus dem Screen gegangen wäre. So, was gibt's hier? Was ist das denn? Verstehen tue ich es immer noch nicht. Ach, ich kann da runter. Okay. Jetzt auch noch kämpfen oder was in diesem Scheißding. Das ist jetzt nicht so mein Traum gewesen. Oh man, es wird hier richtig eng. Mann, stress nicht. Tschüss. Das ist eine geheime Tür. Mann, jetzt geht er rein. Mein Gott. Alter, wie der sich immer. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Alter. Ich meine, ganze Zeit will er nicht reingehen. Warum? Das ist nicht so schlimm. Ja, ich möchte die ganzen Sticker natürlich mitnehmen. Sonst gibt's hier nichts mehr. Jetzt können wir wieder runtergehen. Nach die Musik geht so richtig geil ab. Das ist doch gelacht. Ist doch schön. Jungs. So, ich mache mal die Pokébälle fertig, weil ich denke, hier kommt noch vielleicht noch eine Tür. Weil es gab hier nicht so viele Secrets. Alter, was ist denn durch? Los! Nee. Gibt's hier nichts, okay? Bam, ihr stresst voll, Alter. Ich nehme mal eine Waffe mit. Man sollte hier nie unbewaffnet in einen Krieg gehen. Genau. Ah, hier ist das Piece of Lore, was der Pokémon-Trainer immer haben wollte.
Alter, aber voll einfach gefangen. So. Jetzt haben wir auch Bisa Knospin an der Seite. Das ist nämlich richtig cool gemacht eigentlich. So als kleine Nebenstory für den Pokémon-Trainer. Ne? Und scheiße. So sehen wir uns ja gleich, unser Bisa Knospin. Ja. Ich glaube, wir können es auch wechseln, ne? Und zwar so, mit B nach unten. Genau. Da können wir jetzt die beiden wechseln. Man stresst nicht. Ach ja, stimmt, ich bin blöd. Ich glaube, mein Speicher ist gleich voll. Weil ich natürlich... Oh, ich bin blöd. Ich habe natürlich nicht aufgepasst, Leute. Das Ding tut mir auch sauleid. Es tut mir sauleid. Es wird vielleicht sein, dass ich jetzt dazwischen cutten muss. Und ihr wahrscheinlich irgendwann dazwischen vielleicht... Dinge sehen werdet, also das wird auf jeden Fall unverändert bleiben. Es kann sein, nämlich während dem Gespräch, während ich mit euch rede, dass es nämlich abkackt, dieser Speicher. Und dann hört ihr mich nicht mehr. Aber ich weiß ja zum Glück wenigstens, wann es aufhört. Und dank dieser Fabs-Anzeige da unten, links, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber das ist auch gut so. Weil das stresst dann eigentlich nur. So, ihr seid so nervige Gegner. Ich hasse euch. So, gib mal diese ganzen Esssachen her, aber die bringen mir überhaupt nichts. Überhaupt nichts, das ist doch gelacht. So, Dankeschön, Dankeschön. Okay, aufmachen. Alter, Pokémon Trainer, was geht ab? Was geht ab, Digga? Warte, was ist hier unten? Was ist hier unten, du Penner? Stress nicht. So, was ist hier unten? Ach, ich weiß jetzt was. Warte mal. Ich gehe aber trotzdem mal gerne unten lang. Aber hier ist nichts. Aber ich denke mal, wir müssen das gesehen haben. So, hier muss man nämlich schnell gehen. Alter, wie schnell ist der Pokémon-Trainer denn? Alter, wie schnell ist der denn drauf, bitte? Warte mal. Genau, Jungs. So, perfekt, Hammer. Diese ganzen Sachen hier, die ich gar nicht brauche. Aber trotzdem, die sind schön. Man, not cool. So, komm. So, komm. Komm. Let's go, man. Nerven. Mann, jetzt stresst nicht, du Pisser, Alter. Boah, diese Stinke, Alter. Die stressen übrigens, ja. So, was ist hier? Nix. Voll. Das heißt, ich muss da sogar lang. Alles klar. Mann, jetzt zerpisst euch, Alter. Ihr stresst übelste. Versteht ihr es nicht? So. Ach nein. Genau, genau, genau. Geh, geh. Egal. So. Ist mir alles egal. Mann, stress nicht. Okay. Alter. Lex sind hier wirklich unter aller Kanone. Nein! Das hätte jetzt einen Sieg mit da geben können, wenn ich alle besiegt hätte. Ja, jetzt zu spät. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt nun eine Flagge auf der Karte dann haben, dann wissen wir ja wenigstens wieso. Und das kann man niemanden übernehmen. Komm her, Junge. So, komm her. Alter, was ist los mit dir, Glurak? Spaß dir, Alter. Nein! Was macht er denn? Alter, ich wollte nach oben drücken. Hey, komm, dafür kann ich nichts. Ich kann eh mit Lucas besser spielen. Komm her, Junge. Bams. So, komm her. Bam!
So, nochmal. Bams. Nochmal. Bams. So, komm. Alter, der ist ausgewichen. So, tot. Das ist so ein geiles Item. Da haben wir den Glurak. Professor Layton? Nee, Professor Lobo, okay. Ich dachte schon, Professor Layton, was ist los? So, ich war mir sicher, dass hier jetzt eine Flagge ist. Okay, dann mache ich das halt nochmal auf Screen. Bis gleich. So, ich weiß nicht, ob hier ein Secret ist. Nee. Oder? Ach ja, hier war das Secret. Verpisst euch. Tschüss. Stress doch nicht. Fettes Viech, wo bist du? Alter, was ist mit dir los? Hä, wo ist das Secret? Ich habe kein Secret gefunden, Leute. Hä? Warte mal. Ich verstehe das Secret nicht. Oder vielleicht muss man einfach nur andere Knopfreihenfolgen drücken. Ich verstehe es nicht ganz, Leute. Und jetzt ausgerechnet mit Marv muss ich spielen, ey. Komm her. Mit Marv ist immer so eine Sache. Man braucht halt sehr viel Fingerspitzengefühl und das habe ich leider nicht. Das gebe ich auch zu. Naja. So, hier. Ihr seht, ich bin schlecht. Nein! Nein! Kann ich wenigstens woanders fortsetzen? Alter. Natürlich hier. Also ich verstehe das Secret überhaupt nicht. Okay. Also die 100% hier zu erreichen ist schon ziemlich schwierig, finde ich. Bam! Dankeschön. Jetzt leckt es warum. Übertrieben leckt es jetzt. Und das ist doch überhaupt nicht schön, Junge. Verpiss dich jetzt, Fraps. Hör mal auf mit der Scheiße. Mann! Not cool, Fraps. Geht doch. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Part ziemlich lang wird. Auch unnötigerweise eigentlich. Alles noch von der 100%. Seht ihr, das ist immer noch nix. Ist doch voll der Scheiß. Wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Ein Secret Realm. Also, komm. Da ist aber nix. Okay. Ach, das ist so scheiße, der Raum. So, nerv nicht. Okay. Mann! Komm schon. Ey, das ist so blöd gemacht. Das ist sehr schön. Okay, ich habe das auf jeden Fall schon mal verpasst gehabt. Da war mir auch irgendwie klar. Ganz ehrlich. Und das hier mache ich nicht nochmal mit. Das heißt, ich werde einfach hier weitergehen.
Scheiß auf die Pisser hier. So, das Rechte ist nämlich das Richtige. Mann, tschüss. So, bevor wir runterfliegen, müssen wir in die Tür rein. So, das ist hier noch ein bisschen nervig. Verpisst euch. Tschüss. Dieser Squalling-Part ist richtig dumm. Ja, aber alles eigentlich. Also ich denke ich nur dieser Knopfding. Also wir müssen eine andere Knopfreihenfolge da machen. Aber darauf kommt halt nicht jeder, ne? Das ist schon ein ziemlich blödes Versteck. Och, komm schon. Oh, super, ey. Auch super. So. Genau, Junge. Stirb. Pisser. Ach, jetzt kommt diese Stelle hier. Ist auch nicht meine Lieblingsstelle. Alter. Wenn es nicht mit diesem Knopfdruck ist, dann weiß ich echt nicht, was das Secret ist hier. Da muss ich echt mal genau mal irgendwo schauen. Aber das kann hier sein. Es ist zwar ein Secret, aber wir haben ja vielleicht was verpasst hier. Das wissen wir ja nicht. Das ist wie ein Bonus-Room. Ja, aber da kann doch gar nichts sein. Nichts geheimatorisch so richtig übertrieben mäßig. Das kann ja nicht sein. Das macht keinen Sinn. So. Na dann. Alter. Ja genau, jetzt geht's weiter und dann kommen die Knopfdinger. Das war das hier. Genau. Ist hier unten was? Ne, hier unten ist auch nichts. Verwirrend, verwirrend. Mann, stressliche Pisser. Mann, ich seh nix. Stress. Scheiße. Ach, Fraps ist echt immer super. Ach, echt ein super Programm. Ganz ehrlich, Junge. Mann, jetzt nerv mich nicht. Ihr stresst übelst, der Alter. Tschüss. Tschüss. Wie komme ich an den unteren daran? Mann, jetzt komm, Junge. Komm. Tschüss. Genau so. Tschüss. Alter, ihr Stressübelse. Verpiss euch. Mann, du bist richtig genervt, Siege. So. Mann. Tschüss. Alter, ich wünsche euch. Ich könnte euch. Ey, wie unfair. Jetzt ist Marv sauer. Marv ist sauer, Junge. Genau die Attacke meine ich. Braucht er dafür sau viel Fingerspitzengefühl. So, sind die tot? Geht doch. Hier ist nichts okay. Es kann nur bei diesem Knopfdruck sein. Sonst verstehe ich die Welt echt nicht mehr. Es kann nirgendwo anders sein. Es geht einfach nicht. Und Marv ist ziemlich... Was? Nee, ihr wollt mich verarschen. Das war... Nö, das ist unfair. Ey, komm, das ist doch scheiße unfair, Alter. Was ist das für eine scheiße unfaire Stelle? Ey, komm, leck mich. Bis gleich. Bis dieser Knopfding-Scheiße da. So.
Mann! Alter, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mann, stress doch nicht. Mann, ich möchte gar keinen Knopf am besten drücken. Ich möchte es am Ende selber entscheiden. Weil ich sehe hier nämlich was drunter. Aber geht mir so auf die Eier. Mann, jetzt komm her. Nein, nein, nein. Tschüss. So, jetzt rechts. Ja! Genau, ich wusste es. Es war ein Secret. Oh Gott, ist das asoziales Secret. Oh Gott. Ach, jetzt verstehe ich das Secret. Das haben wir noch geschafft. Ist das ein schwieriges Secret gewesen, Lena? Mann, nicht komplett seine Tage. So, wir haben alles. Dann denke ich, das war das Ziel von der Flagge, was weiß ich. Jetzt haben wir die Krone, denke ich. Und da ist er gleich sowieso weitergeht. Mit dem Part direkt. Wir werden ja nicht nur die Ruinen machen. Auch wenn ich offscreen sehr viel hier gemacht habe. So. Geh da rein. Geh rein. So, jetzt haben wir erstmal die Krone, denke ich. Aber wir müssen ja noch gegen Glurak fighten. Tschüss, Junge. Komm her. Bam. Nein, komm her. Bam. Komm her, Junge. Bams. Ich muss es mal einsetzen, den Konter zu benutzen. So, tschüss. So, komm her. Komm. So. Oh, tschüss, Junge. Okay. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. So. Komm mehr, Junge. Okay, sehr gut. Jetzt möchte ich erstmal richtig bashen. Bam! Genau so. Das war das Item, das ich gebraucht habe, um ihn zu töten. Ach, geil. Ist das ein geiles Gefühl, wenn man... Ist das ein geiles Gefühl, wenn man die Krone danach erhält? Sehr schön. Und gleich geht's weiter mit meinen Lieblingsdrei Typen. Yeah, mit Ike, Muff und Meta Knight. Obwohl die teammäßig jetzt nicht so zusammenpassen, würde ich mal so sagen. Oder ich weiß es ja nicht, ich kann mich auch täuschen, dass Meta Knight irgendwie auch in Fire Emblem auftaucht. Weiß ich ja nicht. So, weil ich ja leider nie Fire Emblem gespielt habe. Wollte ich aber irgendwann mal nachholen. Das ist, denke ich, eine super Reihe. Ich habe es halt noch nie gekannt oder... Oder erst überhaupt Lust gehabt. Ich bin da erst später auf diese Reihe gestoßen. Erst durch Smash Bros. Eigentlich. So gesehen eigentlich. Und auch durch Mastermind. Denn der labert immer dafür über. Und ja. Also sonst kannte ich es eigentlich gar nicht. Und ja, ist bestimmt eine schöne Reihe. Hat er nicht umsonst, wie viele Ableger, ich weiß gar nicht, wie viele Ableger es hat. Es hat mindestens 7 Stück, glaube ich mal. Und das ist schon eigentlich gut eigentlich für eine Spielereihe sogar. Die Legend of Zelda-Reihe hat 13, wenn ihr Bescheid wisst. Fire Emblem ist natürlich nicht über Zelda oder so. Zelda und Mario bleiben natürlich die bekanntesten Reihen von Nintendo. Mit Donkey Kong. Auch wenn Donkey Kong natürlich nicht so viele... Spiele oder Ableger hat wie Fire Emblem, denke ich. Ne, warte mal. Donkey Kong hat doch viele Ableger, was laber ich da? Aber halt nicht so die Jump'n'Runs, die man von Donkey Kong erwartet, sondern auch alles Mögliche halt, ne? Es gibt ja Donkey Kong Jungle Beat, Donkey Konga und so. Ja, Diddy Kong Racing, da
das zur Donkey Kong Reihe zählt, denke ich schon, weil es hat ja mit Diddy Kong was zu tun und mit Donkey Kong auch. Obwohl Donkey Kong natürlich nicht dort vorhanden ist. Und es war noch ein Donkey Kong Racing geplant, 2005 für die GameCube. Leider wurde das abgebrochen, weil ja Microsoft Rare abgekauft hat. Und die Spielrechte lagen ja bei Rare. Weil Banjo-Kazooie und so weiter wurde ja natürlich von Rare gemacht. Donkey Kong an sich nicht. Das ist ja das Geile. Also eigentlich schon. Es wurde von Rare gemacht. Aber Nintendo hatte ja schon ein Spiel mit Donkey Kong, nämlich Donkey Kong hieß es ja. Und das war ja dann eher von Nintendo erstmal. Also der Charakter ist von Nintendo, das heißt, die dürfen den behalten. Banjo-Kazooie und so weiter wurden halt natürlich abgekauft, weil es ja Rares Rechte sind. Und wenn die es natürlich abkaufen, haben die auch natürlich die Videospiele, Videospielfiguren von Rare noch dazu als Recht, also als Copyright. Das heißt, Banjo-Kazooie, ein neuer Teil wird es leider nicht geben auf der Wii U oder sowas. Wahrscheinlich, vielleicht kann er sein, dass man irgendwie Rare wieder zurückkauft, aber das denke ich überhaupt nicht. Das ist Chance von, wie viel? 10%? Vielleicht sogar geringer, ich weiß es nicht. Und an sich wäre das ja einfach nur Schwachsinn, weil es... Wir haben ja schon ein neues Rare so gesehen. Und zwar Retro Studios. Das macht ja die neuen DKCs zum Beispiel. Und ja, ich habe jetzt erstmal viel erklärt für euch, die es nicht wussten. Aber ich denke mal, die meisten haben es schon gewusst. Ich denke schon, der Welt. Alter, dieser Typ hier. Genau, man muss den Schleimtypen da abschmeißen. Mann, jetzt stirb. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Mann, Junge. Komm her. Zieh ich dir überhaupt was ab? Ich glaube nicht, oder? Mann, jetzt komm. Spasti, Alter. Junge. Stirb, Junge. Geht doch, ey. Wie der nervt, Alter. So richtig, ey. So. Geh weiter nach unten. Geh weiter nach unten. Also ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, Brudis. Mit der Sache mit Donkey Kong Racing. Ist ein cooles Spiel eigentlich. Wäre vielleicht ein cooles Spiel geworden. Der Trailer war auf jeden Fall ziemlich geil. Und ja, schade, dass es leider nicht kommt. Hätte ich zu gerne gesehen. Hätte ich zu gerne gespielt. Natürlich, aber leider Gottes ist natürlich das nicht erschienen. Ja. Aber was soll man dazu noch machen oder sagen? Ich kann ja nichts dazu. Tut mir auch leicht. Irgendwie. Ich weiß aber auch gar nicht, was da los war mit Microsoft, weil an sich hat ja Rare schlechte Arbeit geleistet bei Microsoft. Das wirst du, denke ich, schon. Die Leute, die halt natürlich Microsoft-Konsolen haben. Die kennen ja, denke ich, die neuen Banjo-Kazooie-Teile. Und die sind jetzt nicht so der Burner, ne? Banjo-Kazooie-Schraubelocke zum Beispiel. Ja. Ist natürlich nicht der Burner jetzt. Könnt ihr ruhig eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist es ja mal eine neue Sache, aber... Das dann Banjo-Kazooie zu nennen, das ist dann... schon eher scheiße. Weil das ja eigentlich gar kein Action-Adventure... Nee, Action-Adventure, was Lava da 3D-Jump-Run war. Sondern eher ein Fun-Racer. Und das gehört sich nicht. So, tschüss. Alter, benutzt eure Kopf nicht mal als Bombe, ey. Das nenne ich ja bombige Gedanken hier. What the fuck? Nein, 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 nein. Was? Wo war ich? Hä? Ich dachte, ich wäre im Fass drin. Hey, komm. Das wusste ich. Hä? Sinn? Sinn gesucht. Bitte. Sinn gesucht, du Spastspiel. Mann, ist das unlogisch, das Spiel. Jetzt muss ich gar... Oh, fick dich, Alter. Fick dich, Spiel. Oh, fick dich, Spiel. Ganz ehrlich, fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel. Nee, fick dich, Spiel. 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 Ja, warte mal, so weit ist es ja gar nicht mal gewesen. Fick dich, Spiel, trotzdem. Unfair einfach nur. Mann, jetzt komm! Nerv mich nicht. Einfach eine unfaire Scheiße ist das. Nö, verpisst euch.
Unfair. Das kommt, nervt mich nicht. Tschüss. Ja, tschüss, Leute. Mann, tschüss, habe ich gesagt. Bam, Jungs. Okay, weiter geht's. Immer noch unfair. Immer noch unverdient. Immer noch Hochmillionen unverdient. Aber okay. Jetzt nicht mehr ganz so schlimm. So. Genau, geht doch. Es war dann so schlimm. Ganz ehrlich. Warte, was ist hier oben? Warte, da ist doch was. Nee, ist nicht. So, wo muss ich überhaupt hin? Warte mal. Alter, was ist das denn? Genau. Was ist hier? Komm. Nein, 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 nein. Mann! Alter, jetzt komm. So, komm, geh da rein. Genau, was ist hier? Geheime Tür. Nein, nicht geheim. Das war nicht geheim, Leute. Ey, das war geheim, meine ich. Bin ich blöd. Das war geheim, Leute. Die obere Tür war da geheim. Mann, scheiße. Ja, da kommt nur Meta Knight hin. Denke ich. Komm. Das ist aber trotzdem scheiße. Das ist doch Kackmist. Kann ich doch nicht wissen, Alter, was jetzt, lass mich da, ach, sterb, dann sterb, meine Fresse, ist das so dumm und scheiße gemacht, Alter, wie dumm ist das denn gemacht, Alter, wie dumm ist die 100% gemacht, Alter, hat man das irgendwo hingeschmissen, alles, dass es nicht mal funktioniert, Alter, voller Scheiß 100%, Alter, so ein Schrottding, Schrott 100% nenne ich das jetzt hier nur, das ist doch keine normale 100% mehr, das ist Abfuck. Macht keinen Spaß mehr, Alter. Ist einfach nur Müllhaufen. Und ich weiß, der Part ist mindestens 300 Stunden lang, weil diese Scheiße so dumm ist. Wie Kackmist. Diese geheime Tür, Alter. Wie dumm die einfach nur gemacht ist. Ist einfach nur dumm. Die ist einfach nur scheiße. Ganz ehrlich, die ist einfach nur dumm gemacht. Schlecht und scheiße. Sorry, so muss das sein. So ist das. Es ist so. Auch wenn ich Brawl richtig mag. Es ist scheiße gemacht. Mann, verpisst euch. Tschüss. Du Nervensäge. So. Du Kugelkopf. Du Bombenkopf. Mann, ist verpisst euch. So, hier weiß ich auf jeden Fall, wo es lang geht. Jetzt leck, 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 leck. Warum? Warum? Ach ja, weil Fraps sich denkt, es ist lustig zu lecken. Das ist nicht. Scheiß Fraps, hör mal auf zu lecken, Mann. Verdammte Scheiße, hör mal auf zu lecken, Alter. Meine Fresse. Dankeschön. Ja, genau. Von diesem Thema habe ich ganze Zeit geredet, dass der Speicher leer gehen kann.
Und genau das ist passiert. Ja, man freut sich doch immer, wenn was wahr wird, was man halt denkt, ne? Ja. Das ist natürlich nichts Schönes. Aber ist jetzt auch egal. An sich stört es euch eigentlich weniger, sondern mich eigentlich eher oder weniger. Sondern, okay, es stört euch auch ein bisschen, weil so gesehen ist ja die Audiospur dann natürlich nicht so synchron, wie man es dann kennt von mir. Genau. So. Okay, perfekt bis jetzt. Genau, ich möchte jetzt nach rechts gehen. Da waren wir ja schon. So. Das ist natürlich scheiße, wenn der Speicher leer geht. Aber was soll ich tun? Also, das habe ich euch ja gewarnt. Ich habe euch vorgewarnt. Ich habe ja nicht aufgepasst, ich Trottel. Und da tut mir dann eher schon leid. So, was ist jetzt los hier? Und ich weiß, der Part ist ziemlich lang, also tut mir echt leid, dieser Part wird überlang sein. Und ich weiß selber nicht, wieso. Liegt daran an den Secrets, weil ich echt viel Wert auf die Secrets lege. Und die wollen wir ja natürlich auch sehen. Und das ist eher Bonus dann. So. Es geht ab gegen einen Bossgegner, so wie es aussieht. Galeon. Ist das ein Kämpfer von Smash Bros. Was laber ich da? Von Fire Emblem vielleicht? Ich kenne Fire Emblem nicht, deswegen könnt ihr mal sagen, ob ihr den kennt, weil ich denke mal, von euch gibt es bestimmt welche Leute, die halt Fire Emblem schauen. Fire Emblem schauen, spielen meine ich. Ist doch kein ist doch kein Film, Alter. Ja. Ich meine natürlich nicht schauen, Alter, ich wollte schon wieder sagen. Also, ich denke mal, es gibt schon Leute von euch, die Fire Emblem spielen. So. Ich muss sehr viel Schaden auf den draufhauen. So, komm her, Junge. Also, ich weiß jetzt nicht, was die beste Strategie gegen den Typen wäre. Das kann ich jetzt auch gar nicht ausrechnen. Oh, geil. Komm. Geh da hin. Alter, was ist das denn? Also, ich kann mir jetzt immer noch nicht ausrechnen, wie seine Attacken jetzt funken. Also, hier auf jeden Fall aufpassen. Und dabei natürlich nur Prozente höher setzen. K.O. hauen tut es mich nicht. So, ich muss auf seine K.O.-Attacken aufpassen. Genau so eine Attacke. Die ist richtig gemein. Finde ich einfach nur gemein. So. Scheiße, ey. Fliege ich immer auf die Fresse. Nein. Alter. Einfach gerade die Attacke, bitte. Und ich bin, glaube ich, gleich tot. Nee, der ist ja auch gleich tot. Das ist jetzt ein spannender Kampf. Der hat nicht mehr viel Leben. Ich denke schon, dass ich das gewinnen kann. Genau so. Sauer Meta Knight. Brother. Bams. Also schon ein starker Gegner. Muss man einfach so sagen. Und bei der nächsten Aufnahme werde ich in Zukunft achten, dass ich auch genügend Speicher drauf habe. Weil der geht halt ziemlich schnell leer. So, ich hoffe jetzt, dass ich kein Secret hier verpasst habe. Das wäre nämlich richtig scheiße, das nochmal zu machen. Ja, wir haben das alles geschafft. 37%, wir haben alles gefunden bis jetzt. Das heißt, im nächsten Part geht es dann weiter zur zerstörten Halle. Ich freue mich schon drauf, auf jeden Fall. So, wir haben 4% in diesem Part geschafft. Aber dafür ist der Part auch ziemlich lang geworden. Und das verzeih ich. Auf jeden Fall im nächsten Part geht es weiter mit der zerstörten Halle. Haut rein, ciao, bis im nächsten Part von Super Smash Bros. Brawl.